Hallo Sammler, in diesem Video möchte ich euch meine kleine Sammlung der Kalendermedaillen vorstellen. Vielen Numismatikern sind diese Medaillen gar nicht bekannt. Und die wenigen, die diese Serie kennen, sehen in den Medaillen kein Wertpotenzial, was eigentlich schade ist, weil diese sehr kunstvollen Medaillen mit ihrer langen Prägegeschichte so eine Herabsetzung und Reduzierung ihres Wertes gar nicht verdient haben. Ich selbst entdeckte meine erste Kalendermedaille für das Jahr 1954 erst im Jahr 1995 auf einem Flohmarkt. Da sammelte ich bereits 20 Jahre lang Münzen, aber eine Kalendermedaille war mir bis dahin nicht untergekommen. Die Medaille 1954 mit den personifizierten weiblichen Jahreszeiten wirkte irgendwie einfach, um nicht zu sagen bieder. Aber bei längerer Betrachtung, vor allem der Rückseite mit der Gliederung der Sonntage des Jahres und den Jahreszeiten, wurde mir klar, wie aufwendig die Prägestempel für diese Medaille gefertigt worden waren. Der Verkäufer dieser Medaille hatte die Kalendermedaillen selbst gesammelt und konnte mir daher einiges darüber erzählen. Er meinte, dass diese Kalendermedaillen meist in niedrigen vierstelligen Stückzahl geprägt wurden und dass diese trotz ihrer guten Qualität in Sammlerkreisen wenig Anklang finden. Trotz der negativen Aussichten für einen Wiederverkauf hatte ich Feuer gefangen und kaufte diese Medaille. Leider war diese sein letztes Exemplar aus seiner Sammlung. Die Kalendermedaille 1933 stellt den Beginn einer Serie der Münzstätte Wien dar, die bis heute jedes Jahr eine Medaille in verschiedenen Materialien prägte. Die Münze aus dem Jahr 1933 mit dem Jahresregent Sonne zeigt auf dem Avers Gott Kronos auf den Wolken. Das Jahr 1933 wächst das Pflanze durch die Wolkendecke hindurch. Im Kreis um das Zentrum die Sonntage des Jahres mit Datum. Der äußere Kreis zeigt die wichtigsten kirchlichen Feiertage an. Auf dem Revers im Quadrat die Vollmond- und die Neumondtage, eingefasst mit dem Beginn der Jahreszeiten. Links und rechts eine sichtbare und eine unsichtbare Sonnenfinsternis, oben das Jahr 1933 und unten der Jahresregent, die Sonne. Das Ganze eingefasst in einem äußeren Ring mit den Sternzeichen. Im Medaillenrand eingeschlagen, Münzamt Wien und die Bunze A im Kreis. Das Zeichen für das Bonzierungsamt Wien und der Feingehalt 900er Silber. Die Medaille hat einen Durchmesser von 40 mm und ein Gewicht von 18,4 Gramm, was bei einem 900er Feingehalt 16,56 Gramm Feinsilber bedeutet. Für eine historische Medaille wohl eher nebensächlich. Die Kalendermedaille für das Jahr 1934 zeigt auf der Vorderseite im Zentrum ein Sinnbild für das Vergehen der Zeit. Eine Abwandlung der Janusdarstellung des doppelgesichtigen Gottes. Rechts das Gesicht eines Jünglings und links der alte Mann. Darunter hat sich der Graveur dieser Medaille, Josef Prinz, für alle Zeiten verewigt. Auf 12 Uhr oberhalb der Darstellung steht zwischen zwei Sternen Sonntage 1934. Vom Zentrum ausgehend stehen strahlförmig die Tage der jeweiligen Sonntage der Monate. Im Kreis stehen als eine Art Umschrift auf 7 Uhr beginnend der Beginn der Jahreszeiten. Auf der Rückseite der Medaille befindet sich ein großes Quadrat, das in 4 Spalten und 3 Zeilen unterteilt ist. Die erste Spalte zeigt das Jahr 1934 und die Monate. Die zweite Spalte zeigt das Symbol des zunehmenden Mondes und das jeweilige Datum. Die dritte Spalte zeigt den Vollmond und das jeweilige Datum im Monat an, in dem der Mond zu sehen ist. Die vierte Spalte zeigt den abnehmenden Mond und die Tage dazu und die letzte Spalte zeigt die Neumondtage an. In der letzten Zeile befindet sich eine Art Erklärung dieser Tabelle. Das Quadrat ist umringt von den Sternzeichensymbolen. Die Kalendermedaille aus dem Jahre 1935 zeigt auf dem Avers im Zentrum eines Balkenkreuzes den Jahresregenten Merkur. Auf dem Balken ist das Datum der jeweiligen Wochentage von oben Jänner und Oktober, rechts April und Juli, unten von Mai und Februar, links von März und April gelistet. In den Feldern zwischen den Balken sind die wichtigsten kirchlichen Feiertage angeführt. Oben am Rand auf 12 Uhr steht das Jahr 1935.
Unten auf 6 Uhr hat der Bildhauer Josef Prinz signiert. Auf der Rückseite ist im Zentrum ein Kreuz zu sehen mit den Wochentagen der Monate Juni, August und dem September. Der Balken auf 6 Uhr zeigt das Datum der Vollmondtage des Jahres 1935. Rechts am Rand auf 3 Uhr wird eine Mondfinsternis und links auf 9 Uhr eine Sonnenfinsternis angeführt. In den freien Feldern zwischen den Balken sind die Sternzeichen zu finden. Oben am Rand auf 12 Uhr steht wie auf der Vorderseite das Jahr und unten auf 6 Uhr Münzamt Wien. Der Rand zeigt die Punze des Punzierungsamt Wien, ein A im Kreis und den Feingehalt dieser Medaille mit einer Punze 900 an. Die Medaille hat einen Durchmesser von 40 mm und ein Gewicht von 20,6 Gramm. Der Feingehalt beträgt 18,54 Gramm Silber. Die ersten Kalendermedaillen sind Anfang des 17. Jahrhunderts zuerst auf dem europäischen Festland hergestellt worden. Die Medaillen hatten ein geprägtes Kalenderschemata mit den Wochentagen, Monate, Jahre, bewegliche Festtage, den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang, die Mondphasen und Sternbilder und oft noch Dinge der Zeitgeschichte, die in diesem Jahr im Ausgabeland eine Rolle gespielt hatten. Diese Medaillen sind also auch neben ihrem meist hohen künstlerischen Aspekt auch Zeugen der Zeitgeschichte, was ja der Sinn vor allem der alten Medaillen war. Die Kalendermedaillen kamen dann im 17. und 18. Jahrhundert zur richtigen Mode und konnten wie ein Taschenkalender benutzt werden. Die einfachen Ausführungen zeigten die Anzahl der Tage im Monat und wichtige, meist kirchliche Feiertage oder auch das die Ernte betreffende Datum an. Schon bald begann man eine Vielzahl astronomischer Phänomene, wie die Zeiten der Sonnenauf- und Untergänge, auf den Medaillen aufzulisten, da naturgemäß die Menge an möglichen Daten auf den Medaillen den vorhandenen Platz schnell füllte, wurden die Schrift immer kleiner und die Medaillen immer größer. Durchmesser von 37 bis 45 mm waren eher der Durchschnitt. Es gab aber auch Medaillen bis 60 und 70 mm und mehr. Eine Sonderform stellte der ewige Kalender dar, der aus gegeneinander verschiebbaren Blättchen bestand, sodass die Kalenderdaten leicht eingestellt und abgelesen werden konnten. Die meisten Medaillen zeigten die 7 Tage der Woche und das schallte alle 4 Jahre an. Das Muster der Tage, an denen der Sonntag auf dasselbe Datum fällt, wiederholt sich alle 28 Jahre. Das wurde alles auf einer Medaille vermerkt, die dann für lange Zeit als Kalender ausreichte. Andere machten Listen von Jahren, so viele wie sie auf dem zur Verfügung stehenden Platz unterbrachten. Es gab sehr viele Versuche zur optimalen Nutzung des verfügbaren Platzes. Dies führte zur Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. Kurz vor Ende des 17. Jahrhunderts begann man Hinweise auf die kirchlichen Feiertage und andere Feste einzuführen. Bei den letzten mehrjährigen Stücken wird auf einigen hingewiesen, dass Ostern entweder schon in den März oder in den April fällt. Dabei spielt auch die Tatsache eine Rolle, dass der gregorianische Kalender in vielen europäischen Ländern erst ab 1752 eingeführt wurde. Ab ca. 1730 bürgerten sich die jährlich datierten Kalendermedaillen in einer Art Standardausführung ein, die nur wenig verändert wurde. Die Engländer behielten das fast gleiche Design bis etwa 1820 bei. Auch Länder wie Frankreich, Amerika und Belgien kopierten oft das englische Muster, doch keiner behielt es so lange im Gebrauch wie die Engländer selbst. Nach Turner 1742 bis 1745 waren die drei wichtigsten Hersteller dieser Medaillen John Boyle 1746 bis 1782, James Davis 1782 bis 1801 und Peter Kempson 1796 bis 1826. Es gab auch viele andere, doch die hielten sich nicht so lange. Die verschiedenen Hersteller variierten die Medaillen nur geringfügig. Die Hersteller von den Kalendermedaillen
hatten sich nicht nur mit astronomischen Unterschieden wie den verschiedenen Mondphasen und dem Nebeneinander des julianischen und des gregorianischen Kalenders auseinanderzusetzen, sondern vermerkten auf ihren Produkten auch Naturkatastrophen, wie etwa die großen Vulkanausbrüche, die sich direkt auf das Wetter und die Niederschläge auswirkten, was einschneidende Folgen für die Ernte haben konnte. Im Jahr 1756 war das erste Schaltjahr nach Einführung des gregorianischen Kalenders im Jahr 1752 in Großbritannien. Der Hersteller Boyle machte dabei den Fehler, das Schaltjahr als normales Jahr zu berechnen. Daher sind auf der Medaille die Sonntage nach dem 28. Februar falsch. Der Gründonnerstag, ein sehr wichtiger Feiertag in England, fiel auf den 27. Mai und nicht auf den 28. Mai. Ein Fehler, der diese Medaille zu einem gesuchten Stück für Sammler machte. Die Graveure mussten häufig auch Rücksicht auf die politischen Tagesgeschehnisse nehmen, wenn ein König starb oder ein Kronprinz geboren wurde. Es ist recht interessant, wie sich die verschiedenen Hersteller auf die Launen der Statistik einstellten und auf die oft unvorhersehbaren neuen Daten, die im Mittelpunkt des Interesses seiner Kunden stehen konnten, reagierten. Die Medailleure fertigten natürlich auch im Auftrag reicher, meist adeliger Kunden Kalendermedaillen, die aus Anlass wichtiger Familienanlässe und Feiern in geringen Stückzahlen gefertigt und dann zur Erinnerung verschenkt wurden. Auf dem europäischen Kontinent gab es von ein paar Imitationen nach englischem Vorbild abgesehen bis 1804 nicht wirklich eigene Entwicklungen. Ab dem Jahr 1820 wurden vereinzelt eigenständige gestaltete deutsche und auch österreichische Kalendermedaillen auf Bestellung reicher Kunden gefertigt. Bis auf wenige Ausnahmen blieb das klassische Design der Kalendermedaillen unangetastet. Das Material der Medaillen war in erster Linie Silber, Bronze versilbert oder Bronze. Kalendermedaillen aus Gold aus dieser Zeit sind wahre Raritäten und dürften nur als Einzelexemplare gefertigt worden sein. Selbst Medaillen aus vergoldetem Silber sind Seltenheiten. Die Münze Wien prägte ab 1933 jedes Jahr bis heute eine Kalendermünze. Zu Beginn 1933 bis 1938 noch in 900er Silber, ab 1939 bis 1945 noch in 835er Silber, ab 1943 auch in Zinn. Die Kalendermedaille 1946 wurde meist aus Zinn, aber auch schon wieder in 900er Silber geprägt. In der Nachkriegszeit bis in die 1970er Jahre hinein wurde die Medaille häufig in Bronze versilbert, Bronze, aber auch in Silber geprägt. In den letzten Jahrzehnten gibt es die Kalendermedaille in Silber, Silber vergoldet, eher selten in Bronze und in den letzten Jahren, nachdem der Goldpreis kräftig angezogen hatte, auch in Gold. Besonders beliebt sind diese Medaillen angeblich in den USA, was wohl aufgrund der geringen Auflagezahlen nur eingeschränkt stimmen kann. Wie schon anfangs erwähnt, dürfte die Nachfrage nach diesen Medaillen eher gering sein. Das erklärt auch die oft niedrigen Auflagezahlen von 3000 Stück im Jahr. Die Auflage einer nach Gewinn gedachten Medaille richtet sich immer nach den Sammlern und deren Nachfrage. Daher sind die jahrelangen niedrigen Auflagezahlen dieser Medaillen ein Indikator für etwas, was nur selten gesammelt wird. Natürlich kann sich die Nachfrage abrupt ändern und plötzlich ist was gefragt, was lange keiner gesucht hatte. Die Münze Wien gab die Kalendermedaillen also seit 1933 regelmäßig jedes Jahr, natürlich in erster Linie aus kommerziellen Gründen heraus, da sich deren ehemals gedachte Funktion als ein tatsächlich zu verwendender Kalender lange vor 1900 schon in eine Art Geschenkartikel für verschiedene Gedenktage gewandelt hatte. Wie die Münze Österreich in ihrer eigenen Werbung darauf kommt, dass es diese Medaillen seit 1932 gibt, ist mir ein Rätsel. Mir ist keine Medaille mit dem Kalenderjahr 1932 bekannt. Oder meinte man, dass die erste Medaille 1932 für das Jahr 1933 geprägt wurde? Ein wenig seltsam finde ich auch die Beschreibung der Kalendermünzen auf der offiziellen Seite der Münze Österreich, dass die Münzstätte ab der Besetzung Österreichs
durch das Deutsche Reich 1938 bis 1945 keine Kalendermedaillen ausgegeben hatte. Im Netz gibt es genug Beispiele, welche die Behauptung widerlegen. Bis 1941 war nachweislich der Bildhauer und Medailleur Josef Prinz, der auch die ersten Kalendermedaillen entwarf und für die Münzstätte in Wien tätig war, mit seinen Signet auf den Kalendermedaillen zu finden. Ab 1942 bis 1945 entwarf Ferdinand Welz die Medaillen, der seit 1940 Leiter der Graveurabteilung im Hauptmünzamt Wien war. Auf der Medaille aus dem Jahr 1945 steht auf dem Revers noch der Geburtstag des Führers, 20. April auf 12 Uhr, während auf 6 Uhr Münzamt Wien steht. Irgendwer sollte wohl die Beschreibung der Kalendermedaillen auf der offiziellen Internetseite der Münze Österreich überarbeiten. Die 12 Sternzeichen des Zodiakus. Die Tierkreisastrologie entstand schon im ausgehenden 3. Jahrtausend vor Christus in Ägypten und wurde in hellenistischer Zeit mit der babylonischen Planetenastrologie verknüpft. Die Astrologie wurde auch von den Römern aufgenommen und erhielt ihre für die Spätantike und das Mittelalter gültige Form durch Claudius Ptolemaeus, der um 140 nach Christus im ägyptischen Alexandria lebte und forschte. Einzelne Tierkreiszeichen erschienen schon früh auf Münzen. Der erste Zodiakuszyklus war eine Serie von 13 Großbronzen, die unter Kaiser Antoninus Pius 138 bis 161 nach Christus im ägyptischen Alexandria geprägt wurden. Sie zeigen auf ihren Vorderseiten den Kopf des römischen Kaisers und auf dem Revers jeweils eines der Tierkreiszeichen und das Kopfbild des beherrschenden Planetengottes. Da man den Zodiakus in eine Sonnen- und eine Mondhälfte teilte, herrschte jeder Planetengott mit Ausnahme von Sol und Luna über zwei Tierkreiszeichen. Der Kriegsgott Mars beherrscht das Zeichen des Witters, Mondzeichen, und das des Skorpions, Sonnenzeichen. Die Göttin Venus ist mit Stier und Waage eine schwebende weibliche Figur mit Waage in Händen dargestellt. Hermes mit den Kadikeus beherrscht das Zeichen der Zwillinge, dargestellt als Herakles mit Keule und Löwenfell, Apollo mit Lyra und Lorbeerkranz und das Zeichen der Jungfrau, dargestellt als Demeter mit Fackel und Kornbündel. Jupiter beherrscht den Schützen, kennt Daum mit Bogen und die Fische, Saturn den Steinbock und den Wassermann. Schließlich beherrscht Luna in einer Mondsichel den Krebs und Sol mit Strahlenkrone den Löwen. Die 13. Münze des Zyklus zeigt im Zentrum Sol und Luna mit allen 12 Sternzeichen des Zodiakus im Kreis darum. In der Antike stand die Sonne um den Frühlingsbeginn am 21. März, Tag und Nachtgleich, im Zeichen des Witters. Von da aus teilte man das Jahr in 12 gleich große Teile ein und rechnete die Abschnitte folgenden Sternbildern zu. Witter, Aries, der Stier, Taurus, Zwillinge, Gemini, Krebs, Kanzer, Löwe, Leo, Jungfrau, Virgo, Waage, Libra, Skorpion, Skorpius, der Schütze, Sagittarius, der Steinbock, Capricornus, Wassermann, Aquarius und Fische, Pisces. Die den Tierkreiszeichen, Häusern zugeschriebenen Wesenskräfte spielten in der antiken Astrologie eine sehr wichtige Rolle. Die Sterndeutung versuchte, aus den Tierkreiszeichen und Konstellationen der Sterne und Planeten auf das irdische Schicksal der Menschen, von Völkern oder der Erde zu deuten und dieses vorauszusagen.